Hallo liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen auf Bayern Alzenau TV. Wir sind mal wieder unterwegs in Sachen Pokal, diesmal auf Kreispokalebene. Zu Gast sind unsere Bayern bei Germania 08 Wächtersbach. Nach dem vorzeitigen Aus im vergangenen Jahr möchte man sich dieses Jahr wieder über den Kreispokal für den Hessenpokal im kommenden Jahr qualifizieren. Trainer Angelo Balletta forderte vor dem Spiel eine konzentrierte Leistung und die schien die Mannschaft sofort umzusetzen. Zehnte Spielminute, das 0:1 durch Paul Seikel. Leider fehlt aber hier die Entstehung dieses wunderschönen Treffers. Dennoch Frühführung also für die Bayern. Danach die erste Ecke der Bayern. 17. Spielminute, Ball kommt in den Strafraum. Und nach einem Kopfball von Marcel Wilke kann der Keeper nur abklatschen. Und Lucky Matondo erzielt das 2:0. In dieser frühen Phase bestimmten die Bayern das Spielgeschehen eindeutig. Und somit war dieses 0:2 auch die logische Konsequenz. 7 Minuten später führte ein schneller Konter zum 3:0 Torschütze Lukas Fächer. Dies war gleichzeitig sein Premierentor in dieser Pokalsaison. Dem vierten Treffer ging eine Flanke von Maximilian Hacker voraus. Lucky Matondo verpasst noch den Ball in der Mitte und dann zieht Dusan Gromut von der Strafraumkante ab und trifft zum 0:4. Dieser vierte Treffer markiert gleichzeitig auch den Pausenstand hier in Wächtersbach. 0:4, also nach 45 Minuten. Zur Halbzeit kamen dann Don Link, Noel Veselmaier und Alexander Griech aufs Feld. Dennoch mussten die mitgereisten Bayern-Fans bis etwa eine Viertelstunde vor dem Ende warten, bis der nächste Treffer fiel. Lucky Matondo mit dem Zuspiel auf Maximilian Hacker, der dann weiter zu Noel Veselmaier und erneut kann Lucky Matondo abstauben. Sein zweites Pokaltor also bringt das 0:5. Wir wollen nicht verschweigen, dass auch die Gastgeber ihre Möglichkeiten hatten. In der Zwischenzeit trafen sie zum Beispiel auch den Pfosten. Dann aber diese Flanke von Dusan Gromut auf den Kopf von Danilo Milosevic und es heißt 0:6. Das halbe Dutzend war kurz vor dem Ende also voll. Und wir machen gleich nochmal einen Sprung in die 84. Minute. Maximilian Hacker, ihm war der letzte Treffer des Tages vorbehalten. 0:7 der Endstand im Viertelfinale zwischen Wächtersbach und Bayern Alzenau. Bayern Alzenau TV sagt Dankeschön für euer Interesse und verabschiedet sich bis zum nächsten Mal.